So, wir legen die Hosen hier auf den Tisch, breiten sie aus, so, und hier habe ich noch bestehende Hosen, die ich schon eingekürzt habe, die lege ich drauf für die Länge, auf die neuen Hosen. So, bündig. Perfekt. So, hier habe ich sie bündig, hier circa auch bündig. Die obere Hose und die untere Hose. So. Danach seht ihr, diese Hose ist viel länger, die neue. Die benutzte Hose ist kürzer. Und hier werde ich durchschneiden. Also, der Schnitt erfolgt nicht hier, sondern weiter unten. Weil wir es zusammenfalten und dann nähen, dann stimmt etwa die Länge. Hä? Okay. So. Finn übernimmt die Kamera. So, okay, also, wo ist die Schere? So, so circa, 1,5 cm, so, circa 1,5 cm schneiden, die ganze Länge entlang. Unten kann man auch schnell markieren. So, so sieht es aus. Das Original, das geschnittene Paar, das neue Paar. Hä? Okay. Klappen wir auf. Schneiden wir wieder hier. So. So sieht es wieder aus. Ja, hier habe ich nicht so schön geschnitten. Okay. So, diese Hose entfernen wir. Weg damit. So, diese Hose werde ich noch einkürzen, das zeige ich euch jetzt. Zuerst drehen wir die Hose. So. Und dann machen wir uns parat auf die Maschine. So, jetzt haben wir hier diesen Abschnitt. Das legen wir mal hier drunter und machen hier ein Zickzack. Zeige ich euch das noch? Gut. Hier ein Zickzack. Zickzackformat. Die Stärke etwa so 1 mm. Und danach machen wir mal das Ganze ein bisschen sichern, den Rand ein bisschen absichern. Hä? Okay. Finn übernimmt wieder die Kamera. So. Hier ganz näher. So. Genau. Schauen wir mal, ob das geht. So.
Strichel. So, dann entfernen wir mal den Faden. Hier hat das auch noch ein bisschen Faden dran. So, und so sieht das aus. Das Ende ist jetzt gesichert. Okay, also wichtig ist, dass man hier das Ganze, die Hose muss gedreht sein, also hier die Innenteil der Hose, he? Das ist wichtig. Danach muss man das Ganze hinaufschieben und diese Kante hier muss nach innen schauen, also circa so. Und gehen circa einen Zentimeter hoch. Fixieren es mit dem Schlitten. Genau. So. Hier seht ihr, die Kante wird zurückgenommen. Hier wird sie zurückgenommen, hineingebogen und mit dem Schlitten fixiert, ohne zu glätten. Also wirklich eine schnelle Sache. Den Abstand ist circa ein Fingerbreit, 1 cm, circa 10 mm für den Endbund. So. So, jetzt beginnen wir zu das Ganze. Wir machen hier 1 mm geradeaus. So, fixieren zuerst die Schnur und danach so. 5 cm, danach ziehen wir den Bund, die Hose zurück, biegen wieder den Innenteil nach innen und fixieren es hier mit dem Daumen, das Ganze, ziehen ein bisschen und dann weiter. Nochmals, wieder zurückziehen, wieder die Kante hier umlegen, so zurücklegen, dann wieder ein bisschen ziehen und weiter. Nochmals zurück und umlegen und wieder weiter und wieder zurück, umlegen und weiter zurück, umlegen, ein bisschen ziehen, so. Jetzt seht ihr, jetzt kommt jetzt das Ende raus, dann kann man es wieder zurücklegen. So. So. Jetzt hat das hier noch ein paar Fäden. So, super. Das Ganze sieht dann so aus. Wir haben hier die Hosen zusammengenäht, fertig gemacht. Wir drehen das Ganze. So, perfekt. Hä? Genau. So sieht es aus. Wunderbar. Genau. Wunderbar haben wir das jetzt gemacht. Innerhalb 15 Minuten eine schnelle Anleitung, wie